Ich möchte kurz die Fehlerbehandlung erläutern in C#. Besser gesagt die Schlüsselwörter Try, Throw und Catch und wofür die da sind. Und zwar, wir können innerhalb eines Try-Blocks immer Fehler werfen und auf Fehler überprüfen. Und somit ermöglichen wir Situationen zu vermeiden, in denen unser Programm abstürzt. Fehler, die uns allen bisher häufig über den Weg gelaufen sind, sind zum Beispiel Null Exceptions, also dass wir zum Beispiel ein Feld bzw. Array auf einen Index untersuchen, der gar nicht vorhanden ist. In diesem Moment bricht unser Compiler immer das Programm ab. Das könnte eben verhindert werden, indem man mit Try, Throw, Catch diesen Fehler behandelt und das Programm somit stabiler gestaltet. Wie schaut das in der Praxis aus? Wir haben immer einen Try-Block und dieser Try-Block wird immer auf Fehler überwacht. Nun können wir selbst innerhalb dieses Try-Blocks Fehler werfen, Fehler generieren. Das müssen wir jedoch nicht. Es kann ja auch schon ein Fehler entstehen, der ohnehin gekommen wäre, also den wir nicht extra quasi erläutern müssen. Aber für den Fall, dass wir einen ganz besonderen Fehler generieren wollen unter bestimmten Bedingungen, dann verwenden wir eben das Throw innerhalb unseres Try-Blocks und können dann auch diesen Fehler auffangen jeweils.